6-6, meine Freunde, Bibi Blocksberg. Ha, kriegen wir wieder Flashbacks von einem Kaiser-Video. Heute schauen wir Cat's Play mit dem neuen Video Funks Lieblingshexe Shisha Rainbow Ponyhof. Funks Lieblingshexe Shisha Rainbow Ponyhof. Ist das ein Titel, der nicht besonders Aufmerksamkeit erweckt? Wir reden heute über die aller... Drum hat sie... Ich hab auf Instagram gesehen in ihrer Story, dass sie einen Hexenhut aufhatte. Echte, größte Hexeninfluencerin Shisha Rainbow. Bekannt ist sie vor allem mit ihrer beachtlichen Reichweite auf TikTok. Jesus, aber auch schon dir. Bei Funkformat. 130.000 ist stabil. Wie die Frage war sie dabei bei einer Dokumentation des öffentlichen... Neue Hexen mit Tarot und TikTok. Okay. Du bist, was? Hier, also folg mir. Oh mein Gott, sicker Freestyle. Des rechtlichen MDR oder aber auch beim Frühstücksfernsehen. Ich weiß, Wolfgang, jetzt ist nicht dein Time to shine. Komm, Wolfgang. Danke. Ich weiß, Wolfgang. Das Thema ist nicht gerade neu. Ich bin aber erst vor kurzem über die Internetpräsenz von Shisha Rainbow gestoßen und ich fand sie so interessant, dass ich unbedingt Videos hier machen wollte. Also, let's go. Sprechen wir doch mal über Shisha Rainbow. Moment, irgendwie stimmt hier der Vibe im Video noch nicht ganz. Jetzt kommt's. Boah, da quietscht er mehr als mein Mikrofonarm. Die Einhorndecke. So, viel besser. Das sieht wie hast du dich aus. Zu Karneval verkleidet? Ja, als sprechender Hut von... Oh, schon mal die... War das vorher auch schon so? Warte mal, wo ist das? Da, der kleine Zwerg da hinten, der hat auch so ein Dings auf. Harry Potter. So, jetzt müssen wir nur noch mit Salbei die Wohnung ausräuchern, um die Potter. Bösen Geister zu vertreiben und dann sind wir ready fürs Video. Okay. Verschwindet, böse Geister. Oh, das ist das Minecraft, fuck it. Verschwindet, böse Geister. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Digga, wirklich, das stinkt, als würde man kippen, Digga. Shisha Rainbow. Eigentlich fängt das Ganze ja schon bei dem Namen an. Kennt ihr noch diese Tabellen von Facebook früher, wo man so seinen Zaubernamen herausfinden konnte? Ja, genau sowas hier. Wo man dann einfach von seinem Geburtstag und seinen Anfangsbuchstaben das irgendwie miteinander kombinieren konnte. Und irgendwie klingt Shisha Rainbows Name so für mich, als ob sie das aus so einer Tabelle rausgezogen hat. Aber ich habe zum Glück meine ganz eigene Tabelle. Also okay, Vorname. Shisha. Nachname, dein Geburtsmonat, Oktober. Shisha-Schuss. Yo, wollen wir den Shisha-Schuss nehmen? Was ist euer Name? Keta? Keta Hayes wäre krank, Alter. Oder ein Keta-Schuss. Keta Star? Also der 16. ist mein Geburtstag. Mein Geburtsmonat ist der Juli. Das heißt, mein Hexname ist einfach Hayes. Bitte nennt mich ab jetzt ist sick. Nur noch das ist so. Sick. Und haltet gerne mal das Video an und kommentiert unten, was euer Hexenname ist. Kurzer Disclaimer, bevor wir anfangen. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass das Video eher in einem humoristischen Stil gehalten ist. Mein Ziel ist es nämlich, euch zu unterhalten. Trotzdem ist nichts von dem, was ich hier sage, despektierlich gemeint. Und Shisha hat zwar einige Dinge gemacht, die ich im Laufe des Videos kritisieren werde. Sie hat aber auch viele positive Dinge, für die sie steht. Und auch die werde ich natürlich im Laufe des Videos aufarbeiten. Aber okay. Wer ist denn jetzt eigentlich Shisha Rainbow? Ich bin Shisha Rainbow, die Hexe des Vertrauens. Vielleicht kennst du mich aus dem einen oder anderen Interview, ansonsten möchte ich mich kurz vorstellen. Ich kläre schon seit Jahren über Heidentum, Hexerei und Energiearbeit auf und mache das Thema für alle zugänglich, auch für alle, die vielleicht ein bisschen anders sind und nicht ganz der spirituellen Norm entsprechen. Das war übrigens der Werbe. Es hat einen richtig coolen Vibe. Trailer zu ihrem Buch. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich mir das für das Video hier kaufe, aber es kostet einfach 20 Euro und so viel war es mir tatsächlich doch nicht wert. Zum Glück hat Shisha ja aber einen TikTok-Kanal, einen Twitch-Kanal, einen YouTube-Kanal, war bei Am Babbel, bei Die Frage, im Frühstück. Ja, fix, lass mal die gegen Torik battlen. Imagine. Frühstücksfernsehen und sogar bei fucking Brit war sie. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie dort nicht einen Lügendetektor-Test mit ihr gemacht haben. Auf ihrer Website schreibt Shisha: Ich bin Shisha Rainbow, Mystikerin der 6. Generation mit deutsch-australischen Wurzeln und bekannt als die Hexe deines Vertrauens. Du hast wahrscheinlich über die sozialen Medien meine Pressearbeit oder meinem Buch hierher gefunden. Herzlich willkommen. Auf TikTok macht sie unter anderem solchen Content hier. Hexzeichen, dass du eine Hexe wirst. Okay. Ich call, ich habe mindestens zwei. Du kannst deinem Bauchgefühl vertrauen. Bro, meinem Bauchgefühl kann ich auf jeden Fall vertrauen. Ich weiß immer, wenn ich Hunger habe. Cringe. Tiere sind bei dir sehr zutraulich. Bro, ich bin Hexe. Wie schaut's aus? Redemption sagt den Leuten, dass Tiere bei mir zutraulich sind. Ich schwöre, normalerweise hat der mich gern. Du hast einen grünen Daumen. Okay, nee. Ey. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Diese dumme Pflanze, die krepiert einfach bei mir. Ich habe null Ahnung.
Okay, ganz ehrlich, beim grünen Daumen kann ich... Ich gieße sie zu wenig, sie geht ein. Ich gieße sie mehr, sie geht ein. Ich gieße sie mit Pisse, sie geht ein. Den habe ich tatsächlich nicht. Ich habe, als ich mit Jay zusammengezogen bin, einfach einen Kaktus mit aus meiner alten Wohnung gebracht, den dann in ein Regal gepackt, damit die Katzen nicht rankommen und den 2 Jahre lang einfach komplett vergessen. Und als ich ihn dann später gefunden habe, war er einfach komplett eingefallen und ausgetrocknet. Ich wusste nicht, dass ein Kaktus so elendig sterben kann. Aber wenn ich noch keine Hexe bin... Sie hatte auch mal einen Kaktus. Meine Mama hat mir einen gekauft. Ich wollte ihm als Kind ein Haustier haben, aber ich durfte keins haben. Und sie hat gemeint so, ja, dann kümmere dich mal um was Leichteres. Hat sie mir einen Kaktus gekauft, oder? Da habe ich ja vielleicht wenigstens... Der Disrespect. Das Potenzial, es zu werden, oder? 3 Anzeichen dafür, dass du magisches Talent überlebt. Besitzt. Erstens, wenn du ein ungutes Bauchgefühl bei jemandem hast, dann hast du damit in aller Regel am Ende auch recht. Ja, I guess das könnte so sein. Zweitens, wenn du felsenfest davon überzeugt bist, dass etwas funktioniert, dann wird es meistens auch genauso, wie du gedacht hast. Bitte, lieber Teufel, mach mich reich. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Drittens, du bist sehr einfühlsam und Leute fühlen sich extrem bei dir wohl und können sich dir gut öffnen. Das ist crazy. Das ist crazy. Das ist noch crazier als diese Handschuhe, die du über deine Finger gibst, die aber keine Handschuhe sind, die einfach nur deine Handaußenfläche wärmen. Niki, danke dir für den Prime-Sub. Tolle. Ja, ich bin bis jetzt Hexe und Anti-Tore. Hey, danke. Jay, fühlst du dich wohl bei mir? Nein. Das kontroverseste TikTok von Shisha hat fast 3 Millionen Aufrufe. In einem Kommentar wurde Shisha darauf hingewiesen, dass es ja eigentlich keine Hexen gibt. Und ihre Antwort darauf war dann eben jenes kontroverse TikTok. Ach, ist das so, ja? Dann sag das doch all den Hexen, die die Christen verbrannt haben. Oder sag es uns, den Kindern derer, die sie nicht verbrennen konnten. Girl, ich... What the fuck? Shisha Purple Rainbow, geht's da noch gut? Also die Christen hatten recht. Ja, jede Hexe, die von den Christen verbrannt wurde, die war eine real Hexe. By the way, wie hat man das damals gemacht? Wenn man eine Hexe eher zu viel wässert, sagen wir so in YouTube-Terms, wenn man sie zu viel wässert, wenn sie überlebt, dann ist sie eine Hexe. Wenn sie nicht überlebt, dann ist sie keine Hexe. Bruder, niemand hat überlebt. Vor allem, selbst wenn sie überlebt hätten, dann hätten sie ja erst recht nochmal gedrängt, oder nicht? Weil du willst ja keine Hexen am Start haben. Hä? Alle Hexen. Was? Ich glaube nicht, dass die Frauen damals verbrannt wurden, weil sie literally Hexen waren. In der MDR-Doku... Ja, du willst Proof, dass es Hexen gibt? Damals wurden Hexen verbrannt. How to be a witch online äußert sie sich zu dem TikTok auch nochmal so. Mein erfolgreichstes Video ist ein dramaturgisch kontroverses Video, sagen wir mal. Es war eine Antwort auf das Kommentar, es gibt keine Hexen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann sag das mal all den Hexen, die Christen verbrannt haben. Und das ging dann viral, weil sich davon natürlich viele angegriffen gefühlt haben. Wobei das ja... Nein, weil es dumm ist. Was? Per se einfach nur historischer Fakt ist, wofür ich ja auch nichts kann. Ja, ich frage mich, warum sich Leute wohl davon angegriffen gefühlt haben. Stimmt. Weil es ist ja ein historischer Fakt, dass das Hexen waren. Nein, nicht. Und genau deswegen fühlen sich Leute vielleicht deswegen angegriffen. Ey, ich fühle euch einfach nur angegriffen. Ihr... Oder? Ja, stimmt. Sie sieht dann, was ist, wenn sie jetzt dieses Video sieht? Denkt sie, ich fühle mich angegriffen? Denkt sie, ich fühle mich, es wäre mir wurscht, wenn es Hexen geben würde. Es wäre mir komplett Wayne. Es wäre sogar super, dann würde ich zu einer Hexe hingehen und würde sagen, haha, kannst du mich in eine Frau verwandeln? Dann hätte ich vielleicht wenigstens mal ein schönes Leben. Das ist korrekt. Fakt ist ja nicht, dass sie literally Hexen sind, sondern Shisha sagt ja selber, dass sie sich als Hexe identifiziert und es irgendwie ein Leid... Was war in der Shisha drin? ...gestellt ist, den sie sich ausgesucht hat. Ich finde, Hexerei ist tatsächlich eher, wie beim Buddhismus auch, eine Lebenseinstellung, eine Lebensentscheidung. Ja. Möchte ich diesen Weg gehen? Möchte ich mich mit diesem Begriff identifizieren? Im Kontrast dazu steht aber das hier. Es ist eines der dunklen Kapitel unserer Geschichte. Die Hexenverfolgungen. Abertausende Frauen fallen ihnen zum Opfer. Doch wie konnte es dazu kommen, dass völlig unschuldige Menschen an... Unschuldig? Wie kommt sie auf unschuldig? Das waren doch Hexen. ...geklagt, gefoltert und am Ende lebendig verbrannt wurden. Im Beitrag von Terra X History wird auch nochmal kurz und knackig erklärt, dass der Hexenverfolgung ein zum Teil misogyner Grundgedanke unterliegt. Frauen seien des Teufels Werkzeug und quasi die Wurzel allen Übels. Du suchst es dir aus, dich eine Hexe zu nennen. Die Frauen haben das nur unter Folter getan. Und dann finde ich es halt anmaßend zu sagen, dass die Frauen, die damals verbrannt wurden, Hexen sind. Vor allem, wenn man mit seiner Hexerei auch versucht, ein annähernd feministisches Bild zu prägen.
Ich hätte auch unter Folter würde ich auch vieles sagen. Unter Folter würde ich auch sagen, ich mag Alpha Kevin. Wie es Shisha in einigen von ihren TikToks tut. Insgesamt habe ich. Aber es stimmt halt wirklich, es waren alles Frauen. Es waren alles Frauen. Oder hat man damals auch so Zauberer und sowas halt auch verbrannt? Ich habe das Gefühl, wenn es so einen Zauberer gäbe, dann wären die Menschen froh. Dann würden sie sagen, yo, geil. Imagine, du hast ein Dorf und du hast einen Zauberer. Du wirst angegriffen. Ja, okay, aber wir haben einen Zauberer. Machst du halt den Obelix-Trank oder so. Gab auch Hexer? Echt? Okay. Der ein oder andere Hexerich wurde auch verbrannt. Rothaarig? Auch Männer. Okay, okay. Das war wirklich eine rein misogyne Geschichte. Harry Potter? Hier in Zeil am Main wurden hauptsächlich männliche Hexen verbrannt. Das wusste ich echt nicht. Das war mir nicht bewusst. Ich habe irgendwie deswegen das Gefühl, dass ich nicht so eine gute Hexe wäre. So wie diese Person hier auch. Habe alles drei nicht. Shisha antwortet, auch nicht weiter tragisch, denn ich verrate dir das größte Geheimnis. Jeder hat magisches Potenzial und ich kann mich erinnern, damals in der Volksschule, da haben wir uns immer vor der Schule versammelt, bevor die aufgemacht hat. Und da war immer so dieser Andrang, in die Schule zu kommen. Warum auch immer, weil niemand will in die Schule gehen. Aber wir haben uns alle drumherum versammelt. Und dann haben mein damals so bester Freund und ich haben von Avatar diese Dinger, die so, ja, hier, keine Ahnung, Erde bändigen und sowas. Das haben wir versucht nachzumachen. Und dann haben wir hier so auf dem Boden und sowas und haben so versucht, den so raufzuholen und sowas. Und das hat nie funktioniert. Ich dachte mir, wenn ich mich genug anstrenge, wenn ich genug Effort da reinstecke, dann werde ich es schaffen. Ich habe es nie geschafft, aber ich bin kurz davor gewesen. Ich bin mir sicher, ja, ich bin mir sicher. Warum hat es bei mir nicht funktioniert, Shisha Rainbow? Jeder kann es trainieren. Scam. Und wie kann man das am besten trainieren? Ja, indem man den Kurs von Shisha Rainbow bucht, denn natürlich hat sie auch Kurse, in denen sie sowas anbietet. Gut. Eine gute Hexe muss ja schließlich auch irgendwie ihren Lebensunterhalt finanzieren. Obwohl zumindest nach meinem letzten Wissensstand Shisha auch davon erzählt hat, dass sie einer in Anführungsstrichen normalen Arbeit nachgeht. Ich weiß natürlich nicht, ob sich mittlerweile Social Media für sie so sehr lohnt, dass sie das nicht mehr tut. Unter anderem bietet Shisha kleine Dienste an, wie zum Beispiel ein SOS-Tarot. Ein SOS-Reading, ein Notfalls-Reading. Du hast brennende Fragen zu einem spezifischen Thema, deren Beantwortung du nicht länger aufschieben kannst. Binnen 48 Stunden gebe ich dir durch eine klassische Kartenlegung Antworten auf drei deiner drängsten Fragen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich kenne Menschen, die machen sowas und die glauben an sowas. Und ich habe einmal, also quasi so als gemeinsames Geschenk, einer anderen Person ein Tarot-Karten-Reading geschenkt. Mir ist es völlig egal, ob das quasi, ob ihr dran glaubt oder nicht. Ich glaube selber nicht dran, aber ich finde das cool, wenn Leute dran glauben und sowas. Das ist tatsächlich weiter verbreitet, als man denken sollte. Kartenreading für 99 Euro oder aber. Okay, das ist. Ist das teuer? Ich glaube, das ist teuer. Ein Channeling, bei dem man eine Botschaft von seinen Göttern und. 99 Euro? Also, was du dabei machst. Du legst quasi Karten auf über, oder du, ich weiß nicht, was du da genau machst, du liest die andere Person und sowas und du sprichst mit der und dann legst du Karten auf und dann interpretierst du die aufgelegten Karten, also du weißt halt nicht, was du legst. Und dann ist da zum Beispiel eine Rose und die Rose steht für, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, die Rose steht für neues Leben und das bedeutet dann, ah, okay, vielleicht wirst du schwanger oder du adoptierst einen Hund oder eine Babykatze oder sonst was. Solche Geschichten halt, ne? Aber 99 Euro dafür, vielleicht ein bisschen zu viel, wobei sie ist halt auch sehr bekannt, ne? Dann hat sie wahrscheinlich auch viele Anfragen dafür. Oder Schutzgeld. Das ist dann... Nachfrage und Angebot. Es dann erhalten kann für 199 Euro. Wenn deine Seele sich nach dem intensiven Impuls sehnt, dann ist diese ausführliche Botschaft genau das Richtige für dich. Ich channel dabei entweder deinen Schutzgeist, kontaktiere heidnische Götter oder deute von dir beschriebene Zeichen. Okay, 200 Euro ist ein bisschen viel. 200 Euro ist ein bisschen viel. Channeling. Was machst du da? Ich deute kontaktiere heidnische Götter. Aber gehen da auch andere Götter auch? Was ist, wenn ich irgendwas von Hades brauche oder so? Na, Hades ist ja kein Gott, oder? Hades ist nicht, oder? Ist Hades Zeus oder sowas? Es gibt aber auch große Dienste, wie zum Beispiel eine Soul-Session für 333 Euro. Okay, Soul-Session klingt wild. Das Herausfinden deiner Gabe für 555 Euro. Okay, langsam wird es wieder gesteigert. Hades ist ein Gott, sehr gut. Griechischer Gott. Ja, aber was hat er nochmal gemacht? Hades? Der war irgend so ein Euro. Oder eine Transformation. Ja, Gott der Unterwelt. Okay.
Transformationsreise. Transformationsreise. Was sagt ihr? Ich sag 800. 800. Für schlappe 1111 Euro. Natürlich kann man sich aber auch direkt zu einer Hexe ausbilden lassen. So, Shisha bietet hier drei verschiedene Kurse an. Tauche ein in die... Es tut mir so leid. Tauche ein in die Welt der Hexerei und lerne, wie du magische Fähigkeiten entwickelst, dich selbst entdeckst und die Kraft des Universums für dein Leben positiv nutzen kannst. Diese Ausbildungen sind genau das Richtige für dich, um deine spirituelle Reise zu beginnen und eine mächtige Hexe zu werden. Eine mächtige Hexe! Ratenzahlung. Jo, was geht ab? Ich habe meine Hexenausbildung in Ratenzahlung gezahlt. Ich sag das nicht, weil ich mich über Menschen mit weniger Geld lustig mache. Ich sag das deswegen, weil sich das einfach absolut dämlich anhört. Auch mit Einmalzahlung. Naja, gut. Novize, magische Mini-Ausbildung. Da kannst du so ein bisschen zaubern und sowas. Schnellstudium der Hexerei. 32 Lektionen, Audiokurse, Videokurse, Hexerei verstehen. Alle wichtigen Grundlagen, die Kultur. Kristalle und Kräuter arbeiten mit Chakren, Rituale, Reinigung. Erste Zauberarbeit, wichtig. Angewandte Magie, okay. Was haben wir hier als hohe Hexe, als High-Hexe? Vollumfängliche Hexenausbildung. Das darf man einfach so machen. Hexerei verstehen, Grundlagen, bla bla bla. Kristalle, Kräuter, Arbeiten mit Chakren, erste Zauberarbeit, angewandte Magie, Pendel als Medium. Okay, bis jetzt genau das gleiche, nur ein bisschen mehr Lektionen und Audiokurse, und Videokurse. Einmal Novize magische Mini-Ausbildung. Ja, da gibt es nur 20 Module, aber das Wichtigste ist mit dabei, ja. Hexerei verstehen, alle wichtigen Grundlagen, die Kultur und Historie. Das lasse ich mir noch einreden, dass du sagst, ja, okay, hier die Hintergründe und sowas und hier ein bisschen mit Kräutern und sowas. Das ist ganz cool, weil dann so das quasi das Hexenhandwerk so. Das ist jetzt nicht so, yo, ich bringe dir bei, wie man heiratet, wie man zaubert oder sowas, sondern das ist halt einfach nur so, ja, ein bisschen Hintergrundwissen, ein bisschen. Böse Hexe und sowas, ne? Aber halt hier, yo, erste angewandte Magie. Verarsch mich. Also zum Beispiel, das ist ein historischer Fakt, dass früher Frauen verbrannt wurden, weil sie Hexen waren. Kristalle und Kräuter, Arbeit mit Chakren, rituelle Reinigung. Ja. Das ist vielleicht das, was wir gemacht haben mit dem Salbei. Erste Zauberarbeit, angewandte Magie, Pendel als Medium. Aber wir haben ja auch das Schnellstudium der Hexerei zur Junghexe, 60 Module. Ja, da kommt dann noch hinzu. Ah, ja. Dass man hier lernt, grüne Magie, Kristallmagie, Mondmagie, Dinger, die. Mondmagie. Artefakte erstellen. Fähigkeiten stärken. Nein! Wer von euch hat diese Ausbildung gemacht, ha? Wer von euch war das? Bruder, jedes Mal, wenn ich das mit dem Astral lese. Drittes Auge öffnen. Meine Waschloch, Knochen werfen. Woher kriege ich Knochen? Das wäre was für Tomatolix. Eine Woche als Hexer. Gottes Willen. Die Liste ist auf jeden Fall viel länger. Wir haben tiefgehende Zauberarbeit. Okay, du hast grundlegende Zauberarbeit und das tiefgehende Zauberarbeit. Ja, auch Astralreisen. Kaiser nimmt dich in Acht. Knochen. Ey, ich kriege hier Flashbacks. Werfen. Oder aber hier die hohe Hexe. Ja, 200 plus Module, das ist die vollumfängliche Hexenausbildung. 150 plus Sektionen, 18 Audiokurse, 25 Videokurse. Und hier lernt man alles. Schattenarbeit, Aura lesen, Knochen werfen, Karten legen. Gott, deswegen ist ja wirklich alles. Magie der Tiere, Hexenarten plus Selbsttest. Okay, du kannst eine Hexenausbildung machen, aber du kannst dann erst danach den Selbsttest machen, welche Hexe du bist. Jo, welche Hexe bist du? Ich bin Gryffindor. Zwillingsflammen, karmische Partner, Seelenverwandte, Karma und Seelenpläne, Reiki und Heilungsarbeit, Entschuldigung, Hexenbrett als Medium, Wünschelruten, Götterarbeit und Zauber. Götterarbeit. Ich muss arbeiten. Götterarbeit. Was machen Götter für eine Arbeit? Ich bin echt. Kann man auch Back Magic erlernen? Das ist eine gute Frage. Klingt doch mal in D&D-Sheets. Schau, ich denke mir, es ist ja cool, wenn du etwas anbietest, was außergewöhnlicher ist, was vielleicht ein bisschen sowas wie mit den Tarotkarten und sowas, was man vielleicht, woran man halt glauben muss. Ich frage mich nur, auch das mit den, wie gesagt, mit den Kräuterarbeiten und mit den Hintergründen von den Hexen und sowas, finde ich cool, kann man machen, ist ja nichts dabei. Ich denke mir nur, wenn du 1100 Euro, ist das jetzt das Richtige, wenn du 1100 Euro einen Kilogramm ausgibst dafür, dass du Nein, nein,
Nein. Mächtige Geldzauber. Ist das wie der Idiotentestautomat, wo du 5 Euro reinwirfst, um zu sehen, ob du ein Idiot bist und da passiert gar nichts? 1.100 Euro war was anderes, oder? I don't know. Mächtige Geldzauber. Die sagt einfach, wie man den Kurs macht, oder? Verarsch mich. Mächtige Erfolgszauber, mächtige Liebeszauber. Da gibt's ja Menschen, die glauben dann an das. Und die denken sich, ich denke mir, sie wird auch dran glauben. Sie wird auch dran glauben, weil sonst wird sie das nicht sagen. So, sonst wird sie das nicht sagen und sonst wird sie nicht anbieten und sowas. Aber wie kommst du auf die Idee, dass du erstens sowas halt machen kannst? Nein, da steht wirklich Sexualmagie im Detail. Soll ich das buchen und ein Video drüber machen? Freunde, wie viel kostet das? Feiertage im Detail. Was wissen wir damit? Was soll das heißen? Krieg ich dann einen extra Feiertag? Ich gehe dann zu meinem Gott, sage ich auch noch. Ich gehe dann zu meinem Arbeitgeber. Jo, grüß Sie. Herr Meier, freut mich, ne, dass wir hier uns kurz unterhalten können und sowas. Ich habe Sexualmagie und Feiertage im Detail, habe ich jetzt erlernt. Ich möchte bitte einen neuen Feiertag haben, die Hexenfeiertage und so. Wisst ihr, ein bisschen grünes Bräu, braun und sowas, das muss ich schon machen. Mächtige Schutzzauber, mächtige Geldzauber. Apropos mächtige Geldzauber, ich habe gehört, Gehaltserhöhung, Herr Meier, Sie sind eh rich. Herr Meier, Alter, tun's nicht so. Intensivkurs, aber auch mächtige Gates. Hohe Hexenkurs. Arbeit mit Wesen. Ich stirb. Mächtige Geldzauber, das sind sie, das sehe ich mir. Ich mach mein Fenster zu. Ich habe nicht nur Angst, dass die Rainbow mich findet, dass die hört, wo ich bin und dass die irgendwie durch irgendwelche mächtigen Sexualmagie im Detail mich hören kann. Okay, sei mal nicht böse. 3 fucking Kilogramm. Arbeit mit Wesen, was soll das heißen? Arbeit mit Wesen und dann auch noch Knochen werfen? Ist das hier in der Reihenfolge auch oder ist das hier irgendwie... Zauber, mächtige Liebeszauber, mächtige Erfolgszauber, Schadensmagie im Detail, Sexualmagie im Detail, hohe Hexenkunst. Und da fällt mir gerade auf, das finde ich richtig verwirrend. Hier sagt Shisha unter anderem, dass sie Liebeszauber ganz schlimm findet, weil manipulative Praktiken wie Liebes- und Schadenszauber sollten in unserer Gemeinschaft keinen Platz haben. Diese sind übergriffig, manipulativ und schlichtweg bösartig und fallen negativ auf das Abbild als Glaubensgemeinschaft zurück. Ich beziehe klar Stellung dazu, dass man niemanden eine Waffe an den Kopf setzt, um ihn etwas zu zwingen oder ihm zu schaden, auch nicht auf magische Art und Weise. Ja, wir können jetzt natürlich nur hoffen, dass sie über die Zauber aufklärt und ihn nicht einem beibringt. Und wie viel kosten die Kurse? Der kleine Kurs 1.000 Euro, der mittlere Kurs 2.000 und der Riesenkurs einfach 3.000 Euro, um zur hohen Hexe zu werden. Ich bin ganz ehrlich, ich bin natürlich für Religionsfreiheit. Ich feiere auch ein bisschen diese Hexen-Aesthetic. Ja, aber wenn du etwas anbietest um 3.000 Euro und mir dann versprichst, dass ich Magie erlerne, dann möchte ich auch fucking zaubern können danach. Und wenn ich das nicht kann, dann kriege ich mein Geld zurück. Und ich gönne Shisha auch voll, dass sie da irgendwie ihren Lebenssinn drin gefunden hat. Aber bei den Preisen, da muss man schon irgendwie ein bisschen schlucken. Und Esoterik ist ja auch wortwörtlich ein Milliardengeschäft, die mit der Hoffnung von Menschen auf Lebensverbesserung in egal welchen Bereichen spielt. Oft wird in der Esoterik auch natürlich mit Panikmache... Vergesst das, by the way, mit dem ich kaufe den Kurs. Vergesst das. 3.000 für ein YouTube-Video. Da brennt mir der Hexenhut. Und Heilversprechen gearbeitet. Aber da mache ich 2 Holy Placements drin. Hier muss man sagen, dass Shisha sich ja eigentlich von genau dem distanziert. Darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Trotzdem hinterlässt es irgendwie einen bitteren Nachgeschmack, dass Leute für solche Kurse und Tarotkarten-Readings so viel Geld verlangen. Man kann nicht abstreiten, dass diese ganzen Hexenbewegungen gerade irgendwie so Witch-TikTok, also Witch-Talk, trotz der ganzen Positivität, die auch Shisha vermitteln will, voller Konsumwahn steht. Eine Hexe zu werden kostet Geld. Du kannst dir Spells kaufen.
kaufen. Du kannst dir dieses Salbei zum Räuchern kaufen, Tarotkarten, Pendel, Kristalle. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Und ganz ehrlich, ich glaube, einer der Gründe, warum Witch Talk so beliebt ist, ist, weil das Ganze halt irgendwie hübsch und eben... Imagine, ich gehe zu meinem Steuerberater und ich lege ihm hier eine Buchung vor von 3000 Euro für einen Hexenkurs und sag ihm, setz das ab. Waldfee, danke dir. Waldfee. Bitte rette mich, Waldfee. So aesthetic aussieht. Das ist natürlich dekorativ und das kurbelt den Kaufwahn dann auch nochmal ein bisschen mehr an. Und zweitens hat der SWR da einen Punkt aufgemacht, den ich super interessant finde. Sie betiteln Witch Talk nämlich als Selfcare im Deckmantel der Esoterik. Denn letztendlich, selbst wenn die Magie nicht wirklich wirkt, so hilft ein positives Mindset natürlich. Ja, es geht um die Aufarbeitung des eigenen Egos. Mhm. Dass man sagt, man schaut mehr nach innen, man schaut eher so, was ist eigentlich mit mir? Wie kann ich eine bessere Version von mir selbst werden. Das ist für mich die Kernessenz jeder spirituellen Form und für mich natürlich auch entsprechend von der Hexerei. Und auch wenn ich einen Spelljob mache für mehr Selbstachtung oder mehr Einfach ihren Kurs belegen um 3.000, das Wissen haben und dann den gleichen Kurs um 2.000 anbieten. Binnes. Aufmerksamkeit oder mehr Selbstliebe beschäftige ich mich ja in dem Moment neben dem magischen Anteil auch mit mir selber und hinterfrage mich und schaue in mich hinein. Und das verbessert ja automatisch auch irgendwie meinen Umgang mit allem. Und da würde ich prinzipiell sogar erstmal zustimmen. Glaubt man an hohe Ziele, dann erreicht man sie wahrscheinlich eher, als wenn man diese Dinge gar nicht erst angeht. Als Beispiel Shisha mit ihren Manifestationen. Sie schreibt Dinge auf einen Zettel und pinnt die dann an die Wand und dann weiß sie, die werden wahr. Du glaubst, wenn du jetzt hier auf den Zettel schreibst, dass du gerne Dozentin wärst und fest daran glaubst, sozusagen, und das manifestierst. Mhm. Was ist, wenn ich vom Auto überfahren werde vorher? Dass es dann irgendwann dazu kommen kann, weil sich bestimmte Dinge in deinem Leben so entwickeln. Ja, ist ja sogar passiert. Ist passiert. Und das ist so alles diese... Ja, dann hängen sie ab wieder. Jo, ich möchte 20 werden. Jo, ist passiert. Ich lasse trotzdem hier hängen. Einfach pff, so halt. Ja. 100.000 Follower, Art Directress. Spielfilm. Was ist hier? Ha? 500 Euro? Was? Um 500 Euro einen Kurs anbieten? Das ist schon lange passiert. Da sind wir schon weit drüber. Fuck, ich verstehe, warum ich nicht die 100.000 habe. Lass mir natürlich an der Stelle gerne ein Like und ein Abo da, falls euch das Video bis hierhin gefallen hat. Shisha lebt aber auch abseits davon, dass ich es irgendwie weird finde, by the way, abonniert Catsplay. So Glauben zu monetarisieren, ziemlich stabile Werte vor. Unter anderem ist sie für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, distanziert sich offen von Rechtsradikalität innerhalb der spirituellen und Esoterik-Szene, ist für Glaubensoffen... Ist das so verbreitet? Rechtsradikalität in der spirituellen Szene? Okay, angenommen, ich bin jetzt rechtsradikal und eine Hexe. Was mache ich dann? Was machen Hexen generell? Kann ich mir dann irgendwie so, keine Ahnung, kann ich dann andere Menschen, naja gut, wenn ich andere Menschen so lesen kann oder sowas, dann kann ich die auch zu rechtsradikal machen. Naja, ist krass verbreitet. The fuck? Okay. Klar, die Nazis waren eher esoterisch as fuck. Echt? Ist das jetzt Spaß oder meinst du es ernst? Ich kann es nicht unterscheiden. Farkewitsch unter Harlekin spendet 3 Euro Wer? Auf entspannten Johannes. Boah, was war das für ein Name? Warte mal. Fake Witch Hunter Harlekin. Dankeschön. Spendet 3 Euro. Vorschuss für den 3K-Kurs, damit du endlich eine vollwertige Hexe wirst. Vielen lieben Dank. Spende das jetzt noch 1000 Mal und dann werde ich ihn beanspruchen. Na, Spaß. Vielen lieben Dank. Bitte spende nicht 3000 Euro. Wenn ja, dann werde ich eine Hexe und werde verbrannt. Offenheit und mitunter fast schon am wichtigsten, sie warnt davor, dass es innerhalb der Szene Scharlatane gibt, die eben mit Panikmache und falschen Heilversprechen ihr Geld verdienen. Und sie sagt ganz klar, dass sie selbst kein Ersatz für eine Therapie oder einen Arzt oder sonst irgendwas ist. Sie klärt also auch auf TikTok innerhalb ihrer eigenen Bubble auf. Und das finde ich extrem stark. Letztendlich kann man Shisha Rainbow also wahrscheinlich von zwei Seiten betrachten. Einerseits hinterfrage ich, ob Social Media ihr großes Marketing-Tool ist. Oh. Aber mal im Ernst, warum der Hate? Nee, ich hate sie nicht. Ich finde es nur sehr interessant, dass sie einen Kurs anbietet, der sehr spezifische Sachen tatsächlich auch bereitstellt. Also es wird ja wirklich gesagt, jo, okay, wenn du diesen Kurs besuchst oder zumindest kommt es bei mir so rüber, dann werde ich lernen, wie ich tatsächlich Magie anwende. Und das ist einfach Bullshit. Es stimmt nicht. Das ist nicht korrekt.
es passiert nicht. Du wirst nicht lernen, wie du zauberst. Und wenn es doch so ist, Shisha Rainbow und sowas, gerne kontaktiere mich und wir machen hier live im Stream, machen wir so ein Reading und falls ich dann zaubern kann, ja, falls ich dann irgendwie diesen Cup hier, um Gottes Willen, oh mein Gott, der fliegt, what the fuck, wenn das passiert, dann weißt du was, dann buche ich den restlichen Kurs jetzt gar nicht, dann überweise ich da einfach 3000 Euro und gut ist, weißt du was, ich mache 10.000 Euro draus, wenn ich diesen Holy Cup zum Fliegen bringen kann, ohne Spaß, dann ist mir das 10.000 Euro wert. Und genau, Zauberwettel, ja, so machen wir das. Um ihre Kurse an den Mann zu bringen, ich meine, ich erinnere hierzu an den Einsatz, mit dem sie sich auf ihrer Webseite selber vorstellt. Du hast wahrscheinlich über die sozialen Medien meine Pressearbeit oder mein Buch hier auf meiner Webseite hingefunden. Andererseits muss man aber sagen, dass sie mit den Preisen sehr, sehr offen umgeht und argumentiert, dass das Erstellen von den Kursen und das Geben von Diensten natürlich auch Zeit und Ressourcen kostet, die vergütet werden sollten. Ganz ehrlich, ich bin letztendlich aber froh, dass es zumindest innerhalb der Szene Leute gibt, die kritisch darüber aufklären, denn Shisha wird damit wahrscheinlich mehr Leute erreichen als ich und zum Nachdenken anregen. Und das, finde ich, ist nie eine schlechte Sache. Nein, es ist keine schlechte Sache. Und ich glaube auch gerade in dieser Esoterik-Szene und sowas gibt es sehr, sehr viele Leute, die einfach das schnelle Geld sehen und sich dann vielleicht auch dann solche Sachen sehen, ne? Und sich dann denken, ah, okay, da gibt es Leute, die bieten um 3.000 einen Kurs an. Ich kann nichts dergleichen, aber ich glaube auch nicht dran. Aber ich tue einfach so, als könnte ich das. Und deswegen biete ich das dann auch an. Und es wird sicher auch funktionieren. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung zu dem Video ist und auch zu Shisha Rainbow. Bleibt aber wie immer sachlich und nicht beleidigend. Und damit bis zum nächsten Mal. Magisch, du bist so magisch, du verzauberst mich. Bleib noch ein bisschen da. Magisch, du bist so magisch. Was geht jetzt ab? Magisch, du bist so magisch. Bleib doch ein bisschen da. Magisch. Ey, schön. Schönes Outro. Ja. Ja.